Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Wir befinden uns im Moment im Soldatengipfel und haben zwischendurch einige Visionen der grauen Wächter, die sich hier verschanzt haben und attackiert werden von einem König. Ja, denn die grauen Wächter haben rebelliert und das hatte denen wahrscheinlich nicht gefallen, den Menschen da, den anderen. Und die wollen sie jetzt hier drin, wollten sie aushungern lassen, haben sie ja schon getan. Und das gefällt mir nicht. Da hinten ist so ganz komischer Nebel und so und Portale am Boden. Lasst sie für jeden Zoll bezahlen. Okay, jetzt sind die Menschen eingedrungen. Oder die Soldaten, Flagge alle. halten. Wir brauchen euch. Werte Professor Zutan der Beschwörung. Eine Beschwörung oder was? Ja. Rastes Blut. Was? Hier, Avernus, was es auch kostet! Alle einen Fotos bitte. Auf sie! Los jetzt! Voran! Nein, ich befehle euch, bekämpft die Männer des Königs! Ich glaube nicht, dass die auf dich hören. Schleier ist zerrissen. Eure Seele ist mein Avernus. Akolyten, zieht euch zurück! Die Schlacht ist verloren! Avernus! Was gerade geschah? Oh nein, schon wieder Kämpfe! Okay. Dämon des Zorns. Und tote Wächter. Alles klar. Ich nutze jetzt einfach mal hier so ein paar Items, die wir hier haben. Zusätzlich Geistschaden. Auch Geistschaden. Naturschaden und kann das Ziel betäuben. Genau. Das nehme ich jetzt einfach mal bei ihm. Die können das nicht nehmen. Auch gut, dann nutze ich das. Nicht überwältigen! So. Dann kann man zusätzlich Schaden machen, aber ich weiß nicht, sollen wir vielleicht erst die anderen hier machen? Dann kämpfe ich mal gegen die hier, während ihr den großen schlacht. Okay. Ich war auf jeden Fall sehr schnell um, das tut sich gut. Okay, allzu viel Schaden gibt es bis jetzt noch nicht, aber er verliert auch nicht viel. Obwohl, ja, jetzt geht's los. Ja, alles draufknallen, was geht, und dann ist das Ding schnell kaputt. So. Heile? Danke. Ah, okay, die kommen immer wieder. Auch andere Teile. Okay, jetzt, weil der Tod ist, sterben die anderen auch. Komm schon, Kelze. So, passt. Super. Schaut auf jeden Fall richtig cool aus mit so einer Geschichte. Die Wächter haben Dämonen beschworen. Unglaublich. Und meine Großmutter, sie wusste es. Okay, sie kämpfte um ihr Leben. Ich hatte gedacht, meine Familie hätte sich besser verhalten. Aber vielleicht liegen vor uns die Antworten. Okay. So, was haben wir da noch? Ein toten Wächter. Hier gibt's nichts, da ist eine Vase, da gucken wir mal schnell rein. Schwacher Wundumschlag, können wir immer gebrauchen. Dämon des Zorns, Hauch des Winters. Kälteresistenz, Kälteschaden, strahlt Kälte aus. Okay, das gucke ich mal schnell. Von Morrigan könnte den vielleicht nutzen. Ist er dann? Ne, kann sie gar nicht.
Also Magie 36. Aber er wäre auf jeden Fall stärker. Das heißt, ich muss so schnell wie möglich auf 36 Magie hochschrauben bei ihr, damit sie den dann nutzen kann. Oh, hallo. Ja, Tür will ich nicht unbedingt zumachen. Die wird den angreifen. So. Schlüssel ist geil. Hast du was? Ja, hast du. Danke. Okay, ah. Da hinten. Ausgang. Ist aber irgendwie mit so einem komischen Zeug. Dings. Ich weiß nicht, entweder ist das eine Barriere oder. Keine Ahnung. Sophia. Nein, ich wollte doch erst klauen. Kein Schritt weiter, Wächter. Okay, die ist verflucht. Ah, wer oder was seid ihr? Dieses Wesen ist ein Driver. Die Kommandantin. Sophia. Alles klar. Großmutter? Ihr habt zahlreiches Dämonengezücht getötet, um hierher zu kommen. Dieses Wesen schlägt eine Vereinbarung vor. Ist noch etwas von der Wahn zu viel in euch? Dieses Wesen hat ihre Erinnerungen, Gedanken und Geheimnisse geschaffen. Aber sie ist Nahrung für dieses Wesen. Nicht mehr, nicht weniger. Okay. Levi, ich fürchte, eure Ur-Urgroßmutter ist besessen. Und sieht, glaube ich, wirklich so danach aus. Ziemlich gehen lassen. Oder das. Großmutter ist tot. Was das ist, weiß ich nicht. Okay, erzähl mir von dieser Vereinbarung. Das Kuhn ist völlig eindeutig, was Dämonen angeht. Zerstören. Schnell und gründlich. Genug geredet. Wenn ihr jetzt mit mir verhandelt, Krieger, könnt ihr später viele der meinen zerschmettern. Dieses Wesen wird erklärt. Der Soldatengipfel hält mich gefangen. Dieses Wesen hat in Drydens Erinnerungen so viele verlockende Orte erblickt. Dieses Wesen möchte die Welt mit eigenen Augen sehen. Damit ich frei bin, müsst ihr in den alten Magierturm gehen und ihn zerstören. Im Gegenzug versiegelt dieses Wesen den Schleier. Keine Dämonen mehr, keine Feinde. Euer Gipfel wäre sicher. Ihr müsst nur dieses Wesen in die Welt entlassen. Das heißt, wenn ich einen Dämon freilasse, sind hier keine mehr im Soldatengipfel. Das heißt, ich könnte ihn bekommen ohne Probleme. Klingt auf jeden Fall gut. Nur Magierturm gefällt mir nicht. Da habe ich schon sowas gehört. Was genau werdet ihr tun, wenn ich euch befreie? Dieses Wesen wird umherschreien. Es wird sich umsehen. Es wird sich ernähren. Aber ohne mich wird der Schleier noch schwächer. Mehr Dämonen. Mehr Leid. Ihr wählt zwischen einem von den meinen oder vielen. Was zerstöre ich da? Die Magie aller Objekte. Den Stein selbst, wenn ihr die Macht dazu habt. Etwas dort drinnen hält die meinen gefangen. Ich bin hier im Namen von Levi. Erzählt mir von Sophia Dryden. Dieses Wesen weiß alles. Wird aber erst sprechen, wenn der Turm in Trümmern ist. So kann es weitergehen. Wie sie schon gesagt hat, entweder einen oder viele von dem etwas hier. Bevor ich eine Vereinbarung angehe.
Müsste Levi alles erzählen, was er über Sophia wissen möchte? Wächter, meine Familie sucht schon über 100 Jahre nach diesen Antworten. Aber nicht so. Vertraut mir. Ich unterstütze eure Entscheidung, wie sie auch ausfällt. Einverstanden. Alle Fragen von Levi über die Drydens werden beantwortet. Okay. Macht mir die Vereinbarung schmackhaft. Welchen Nutzen kann ich persönlich daraus ziehen? Der Levi erhält Antworten auf seine Fragen. Sonst erhaltet ihr nichts. Puh, so langweilig. Könnt ihr mir etwas über den Turm erzählen? Nur zerstören. Für euer Ziel ist sonst nichts von mir. Also ich bekomme nichts, er bekommt ein paar Antworten. Und ich muss mich Gefahren stellen und gegen Tausende von Magier kämpfen, oder was? Finde ich schon etwas unfair. Da bekämpfe ich doch lieber noch Hunderte von Dämonen. Gibt mehr EP, mehr Sachen. Nee, ich akzeptiere eure Bedingungen nicht, Dämon. Dann seid ihr nutzlos für dieses Leben. Stirb! Sterbt! Nee, du wirst sterben. Ein paar Skelette und sie. Okay, dann hauen wir auf sie drauf. Mal des Todes. Zack. Zack. Eingemetzel. Na, hallo, hau das mal auf. Achso, ich komme in die Sophia gerade nicht ran. Jetzt aber. Dann heilen wir erstmal hier. Er nimmt zur Sicherheit noch einen Wundumschlag. So. Ja, das schaffe ich hoffentlich noch ohne einen weiteren Time. Wundumschlag. Ja, das schaffe ich. War gar nicht so schwer. Ja, jetzt hatte Levi keine Antworten, aber das ist mir jetzt im Moment eigentlich relativ. Oh, 50 Ausdauer. Wow, also das ist nicht schlechtes Zeug, was die da hat. Irgendwie doch etwas von Vorteil gewesen, die hier zu killen und so. Ja, war klar. So. Ah, Jordans Tagebuch, dann hat er ja doch Antworten. Weil im Tagebuch steht, schätze ich mal, ein bisschen was darüber. Ich werde Himbeermarmelade. Okay, ich habe Jahrhunderte alte Himbeermarmelade genommen. Schätze ich mal. Ja, gut, da wollte ich eigentlich nicht rein, weil da passiert jetzt bestimmt was, wo dauert. Ach nee, da kommt nur ein kleiner Kampf, da mache ich den noch schnell fertig. Bäm! Voll weggesmashed. Lalalalala. Ja, nee. Falle. Falle. Danke. Genau, ich glaube, ich meine alle Fallen rein. Lalalalala. Yay. So, ich habe mitgeholfen. Da haben wir noch was drin, das hole ich noch schnell. Na komm. Viezen Kalteisen. Okay, alles klar. Gut, das war's dann auch für diesen Part. Viel Spaß beim Gucken. Bis dann. Ciao, ciao.